Ja, meine Lieben, herzlich willkommen in Grand Edge Medieval. Da sind wir wieder. Jo. Und natürlich muss ich meine Karte mal kurz hier ausrichten. Nochmal kurz zum Ziel. Was müssen wir machen? Wir müssen eine Straße bauen. Und zwar nach Constanta. Da wollen wir hin. Das geht allerdings nicht einfach so, weil wir wissen ja noch gar nicht, wo Constanta ist. Also müssen wir unseren Speer erstmal nehmen. Da ist er. Und kein lassen Ding. Den mal durch die Gegend juckeln. Und zwar, bis wir eben dort sind, wo wir hinwollen. So, nordöstlich. Ist er dort. Gehen wir hier nochmal ein bisschen gucken. Müssen da auch ein bisschen aufpassen, weil, wie gesagt, es ist nicht immer so nett und friedlich, wie es aktuell halt noch der Fall ist. Fast da. So, Ziel nicht erreichbar, sagt er mir. Warum? Weil es außerhalb, nö. Ist ja gar nicht außerhalb. Hier kommt er nicht hin. Dahin. Der Handelsweg nach Constanza wird seit dem letzten Krieg nicht mehr instand gehalten. Kein es Ding. Es ist gut, wenn ihr euch darum kümmert, denn ich werde höchstwahrscheinlich über Constanza nach Sofia reisen. Ja, dann werden wir uns darum mal kümmern. Wir schicken derweil unseren Speer wieder nach Hause, der eigentlich immer den direktesten Weg nimmt. Jetzt bin ich mal gespannt. Ah, nimmt auch dieses Mal. Und dann gucken wir mal. Wir haben ja gar keinen Bautrupp. Wir brauchen aber einen Bautrupp, um eine Straße zu machen. So, also, was will der denn jetzt? Wieso blinkt denn der? Ich habe doch einen Gasthof. Warum soll ich den hier draufkleben? Das geht doch viel einfacher, indem ich direkt... diesen Weg habe ich noch gar nicht gekannt. Ups. Also, wir müssen anwerben, und zwar einen Siedler nicht. Aber einen Bautrupp. Den werben wir jetzt mal an. Da sehen wir. Ich glaube, wir brauchen 50 Leute und haben 20, oder wir haben 20 und brauchen 50. Oder wir brauchen 20 und haben 50, ich weiß das gerade nicht. 4000 Kosten und das Ganze dauert 2 Wochen, ist also relativ schnell erledigt. So, und dann tun wir das mal und drücken einfach mal Space. Und dann sehen wir das, ja? Also ich würde sagen, wir hatten genug. Dann ist in Klammern das, was wir haben, ist also immer so. Okay, das Ding steht schon wieder auf Pause. So, gehen wir da einfach. Was habe ich denn hier? Ich habe eine Überproduktion an Holz. Ach, guck an. Ist das so? Das heißt, das Ganze kostet mich jetzt einfach mal unnötig Geld. Jetzt muss ich selber... Nein, geh mal raus. So. Das war... Wo war denn das gewesen? Jetzt muss ich nämlich selber einmal gucken. Produktion, genau, Holz. Mach mal, 50% erstmal. Fertig. Und hier werden wir gleich auch ein bisschen mehr kriegen. Was hast du denn? Auslastung reduziert, ja, ist ja richtig. Dann sollte das weniger Geld kosten. So, jetzt haben wir den freien Bautrupp. Und haben hier die Möglichkeit, eine Straße festzulegen. Das ist übrigens eine ganz tolle Sache, weil, wenn wir eine Straße bauen, brauchen wir nicht mal aus dem Haus gehen. Jetzt wählen wir Stadt Nummer 1 an und wählen dann Stadt Nummer 2 an, auch wieder mit der linken Maustaste. Bestätigen das ganz einmal mit eine gute Wahl. Okay. Und zack, wird die Straße angelegt. Und der Bautrupp hat mich... Werter Leon, ich höre, ihr habt eine neue Hauptstraße anlegen lassen. Sehr gut, ich wünsche eine Stärkung des Handels in meinem Reich. Nutzt jetzt die Gelegenheit, das Vertrauen der Stadtväter in euch zu festigen. Sprecht mit dem Bürgermeister von Constanza und verschafft euch eine Handelslizenz. Ich werde ein gutes Wort für euch einlegen. Das ist aber nett von dir. Insgesamt 300 Fass Waren. Welche hat er mir jetzt noch nicht gesagt? Oh, vielleicht werde ich Solz los. Ja, nun ist es so, ich habe ja eigentlich eher einen Feldweg angelegt. Und das ist jetzt nicht unbedingt so richtig. Das heißt, ich werde meinen Bautrupp direkt nochmal nutzen. Nein, da wollte ich doch gar nicht hin. Und werde einfach mal sagen, die Straße soll mal wieder ein bisschen ausgebaut werden. Jetzt muss ich rausscrollen. Dann kriege ich diese Dinge angezeigt und manchmal auch mehrere davon. Da muss ich einmal draufklicken, das Ganze bestätigen. Und jetzt seht ihr, Holz und Ziegel werden benötigt. Hände aus den Taschen! Soll er mal loslegen. Wenn er kein Baumaterial mehr hat, dann wartet er dort, wo er gerade ist, bis er wieder Material hat. Ihr könnt das Ganze natürlich auch abbrechen, wenn ihr wollt. Die Straße wird aber nicht komplett abgebrochen, sondern sie bleibt natürlich bis dort innen bestehen. So, und jetzt seht ihr jetzt, wie das Ganze ein bisschen
ausgebaut. Ich weiß nicht, warum das Gerumpel dann schneller, warum man da schneller rüberfahren kann. Aber nun gut, die werden das wissen. So, jetzt müssen wir erstmal, genau, unseren Speer nochmal nehmen. Hätte ich da stehen lassen können, oder? Und schicken den nochmal da aufsetzen. Hoch. Aufsetzen! Jo, mach mal los, Digga. Jetzt ist er da und jetzt kann ich dann auch hier interagieren. Wunderbar. Er würde ganz gern ein wenig im diplomatischen Dingens. Ja. Ich freue mich schon, euer diplomatisches Geschick bewundern zu dürfen. Habe ich keins. Oh, ich bin immer was sehr habt ihr mir zu unterbreiten? Ein Angebot. Ja, 10.000 bei 153 wird er nicht machen. Aber vielleicht macht er 16. Gucken wir mal. Ja, da hätte ich nichts dagegen, wenn das so in Klammern dahinter steht. Aber wäre auch doof, ne, wenn das dann so wäre. Was hältst du denn davon mit 16.000 in Handelsabkommen? Oh, euer Verhandlungsgeschick übertrifft alles. Ich war einfach nur dreist, also. Okay. So, und jetzt muss ich 300 Waren. Ich nehme mal an, die Früchte. Wäre ja nicht so falsch. Aber liegt vor allen in der Dingen Nähe. Wäre auch das Holz nicht so falsch, weil dann könnte ich die Produktion nämlich direkt mal wieder erhöhen. So. Und der hat auch eine Überproduktion. Ja, machen wir doch jetzt erstmal 100. Ja, 100 Holz. Nee, dann machen wir jetzt ein bisschen anders. Ich habe nämlich jetzt keine Lust, dreimal hin und her zu fahren. Das heißt, ich werde mir erstmal nochmal zwei Karren besorgen. Die bestelle ich jetzt mal. Und dann drücken wir mal wieder Space. Und schon werden sie hergestellt. Bei manchen Sachen könnt ihr übrigens so viele herstellen, wie ihr wollt, glaube ich, weil die stecken dann. Bei anderen wie Truppen und sowas, bei der Ausbildung, ne, beim Anwerben ist das dann. Beim Anwerben ist es so, dass in jedem Feld jeweils, wenn ihr 5 Truppen anwirbt, dann sind 5 Felder belegt. Und ihr müsst entsprechend warten. So, jetzt sind wir beim Händler und wir sind in der richtigen Stadt. Das heißt, wir geben denen jetzt erst einmal 2 Karren dazu. Ich hatte ja noch, stimmt, man hat ja immer 5 Stück in der ersten Stadt, hat man 5 Stück drin. Man braucht die eigentlich nur für den Händler, glaube ich. Na gut, die kosten nämlich auch Unterhalt. Auch so ein Ding für sich. Okay, hätte ich also nicht gebraucht. Na, ist ja wurscht. Da haben wir Überproduktion und da haben wir Auslastung reduziert. Okay, das heißt, wir machen jetzt Folgendes. Wir gehen doch einmal auf den Handel, ist ja richtig. Und einfach von jedem 100. Da steht jetzt nichts zwangsläufig von Früchten. Warum? Hallo? Einfach nur. Dann mach halt 80. So. Da machen wir auch nochmal. Ja, ist okay. Auch 100. Und Früchte können wir auch nochmal 70 drauflegen. Und vom Korn nehmen wir einfach mal den Rest mit. Obwohl, nee, Korn produziert er. Haha. Machen wir wieder raus. Machen wir hier nochmal. Wird schon passen. Obwohl, Früchte kriegen wir nicht so viel, ne? Mach mal so und mach mal, davon haben wir so viel, nehmen wir mit. Fertig. Und ich hoffe mal, dass er jetzt einverstanden ist. Also da steht ja jetzt nicht, da steht Waren. Waren ist ja alles. Sehr wohl. So, Abmarsch. So kann man seine Überproduktion da auch mal ganz gut loswerden. Natürlich vor allen Dingen dann, und das kann man dummerweise nur sehen, wenn der Speer in der Nähe ist, wenn man weiß, was sie brauchen. Ja, jetzt sehen, ach so, hehe. Hätte ich vielleicht doch die Früchte nehmen sollen. Ach so, ich bin ja drin. So, nimmst du das auch? Nimmt er auch, ist weg. Ist auch weg. Habe ich davon mit? Habe ich nicht. Aber hiervon habe ich noch mit. Gut. Ich habe 300 Waren verkauft und super ist. Vom Geschäfte machen. Es ist gut, wenn du einen Freund hast. Doch viele Freunde sind noch besser. Mit einem jeden sollst du Handel treiben, dass dein Reichtum stetig wachse. Dein Volk wird dankbar sein,
wenn's auf dem Markte viele Waren gibt. Und vom Gewinn kannst du bald weitere, größere Schritte tun. Ich weiß ja nicht. Also mit dem Wort Freund bin ich ja doch recht wählerisch. Und von daher würde ich sagen, viele Freunde gibt es nicht. So, ich bin hier nebenbei nochmal ganz kurz was am Machen, deswegen passiert da jetzt gerade nichts auf dem Bildschirm. Aber das dauert nur eine Sekunde und dann ist gut. Dann haben wir das Thema nämlich auch erledigt. Das ist das einzig Positive an dieser Art von Spiel. Man hat eine Hand in der Regel immer frei. ich brauche jetzt insgesamt 4 Handelslizenzen. Das heißt, ich brauche noch 2 weitere Städte. Da kümmern wir uns dann auch noch drum. Aber ich würde doch ganz gern mal sagen, der braucht ja Früchte. Und wenn der Früchte braucht, dann ist das ja gar nicht mal so schlecht. Das heißt, ich würde sagen, ich mache hiervon auch nochmal eine. Machen wir die Produktion wieder normal. Das wollte ich eigentlich. Produktion. Machen wir wieder normal. Und dann würde ich ganz gerne noch einen zweiten Händler, kann ich gar nicht, ne? Glaube ich. Nee. Ich kann nämlich immer nur einen Händler, einen Bautrupp und sowas, ich glaube Bautrupp auch, pro Stadt haben. Das ist nämlich auch so eine Geschichte. Das heißt, mit dem machen wir jetzt mal Folgendes. Wir machen jetzt einfach mal einmal von hier nach hier oben. Hat er ordentlich was zu tun. Und einen dann wieder zurück. Und dann geht es hier hin. Und auch wieder zurück, ne? Machen wir das Ganze mal so. Ich habe nämlich im freien Spiel gemerkt, es scheint so zu sein, dass man, wenn der auch Ware wieder mit zurücknehmen soll, können wir eigentlich direkt mal ausprobieren, dass dann auch immer wieder die Stadt angeklickt werden muss. Ja, hier wird er jetzt ja auf jeden... muss er auf jeden Fall, sonst kann er auch nichts einladen. Ja, können wir später also nochmal ausprobieren, nicht jetzt. Und dem fehlt gerade Material. Bauwaren fehlen. Was fehlt dir denn? Werkzeug, eine ganz böse Sache. Werkzeug fehlen ist immer doof und das kann ich auch noch gar nicht herstellen. Da kann ich nur mit handeln. Das ist nämlich so die Geschichte. So, dann wollen wir mal zusehen, dass wir... ich kann ihn aber so lange in Sicherheit bringen. Ja, möchte ich abbrechen. Auf Wanderschaft! Ab nach Hause, dann kriegen wir ein Restgeld wieder. Und hier können wir dann später weitermachen. Die Straße ist bis dahin jetzt erstmal ausgebaut und solange uns das Werkzeug fehlt, können wir auch nicht viel machen. Jetzt sehen wir hier 2 blinkende Felder, da schicken wir jetzt einfach mal aufsetzen. Unser Mannequin hin, unseren Speer. Kein und Ding. Nehmen natürlich auch netterweise immer den schnellsten Weg. Ziel nicht erreichbar. So gut wie angekommen. Sollen wir mal sagen, warum? Was haben wir hier denn? Einen Karren. Können wir uns auch später mal drum kümmern. So, da haben wir einmal Split. Sonst steht der Name, kenne ich nicht. Was da? Ich habe da so eine Karte, ne? Da stehen so die versautesten Städte oder die verrücktesten Stadtnamen Deutschlands drauf. Leute, ihr wisst nicht, was wir für Stadtnamen in Deutschland haben. Alter Schwede. Da packt man sich schon mal so ein bisschen an den Kopf. So, jetzt können wir auf beiden erstmal eine Handelslizenz. Fangen wir mal hier oben an. In die Diplomatie. Seid in meiner Stadt willkommen. Du kannst mich ja auch einfach mal nach einer Handelslizenz fragen und mich dafür bezahlen. Na dann lasst mal euer Angebot. Was haben wir denn? 160. Machen wir mal wieder das Zehntel. Zehntel wäre gut, ne? Ist es doch. Und jetzt geht es nämlich los. Wir müssen jetzt erstmal ein Transitabkommen haben und dann können wir ein Handels. Das heißt, wir zahlen quasi doppelt. Und das ist gar nicht mal so schön. So, und dann... nee. Ah, das geht nicht. Das habe ich nämlich noch gar nicht ausprobiert. Haha.
So, schlagen das wir ist ihr. So abgemacht. Das ist sehr schön. Na dann lasst mal euer Angebot hören. Ja. Jetzt machen wir noch mal ein weniger, weil wir haben knapp 150.000. Und machen jetzt das Handelsabkommen. Und Dankeschön. Das ist so abgemacht. Gut, dann hätten wir Nummer 1 schon mal durch. Können unser Mannequin wieder nehmen, weil hier kann ich jetzt nichts machen. Nein, da will ich ja gar nicht. Ach, ich hab's noch angewählt. Liegt in der Nähe. Gehen nochmal nach unten. Wählen schon mal unseren Bautrupp. Der kann nämlich schon mal zwischen hier und hier. Ah ja, ja, hast ja recht. Okay, hast gewonnen. Ist okay. Aber er kann auch schon mal hier machen. So. Sieht gut aus. Das ist nämlich ganz gut, wenn er nicht immer diesen Umweg fahren muss. Das dauert ja auch so ein bisschen was länger. Jetzt müssen wir hier erstmal das gleiche in grün machen. Das heißt, wir gehen wieder in Diplomatie. Ah, ich grüße euch. Als Bürgermeister dieser Stadt heiße ich euch bei uns willkommen und freue mich über eine gute Beziehung. Ja. Rede nicht so viel, gib mir einfach, was ich will. Was genau bietet ihr mir und was wollt ihr dafür haben? Würde ich sagen, machen wir mal 1300, das wäre schon in Ordnung. Also die Anzahl der Zeichen gibt da, glaube ich, schon vor. Und da könnt ihr dann mal gucken. Glaube ich jetzt. Transitabkommen, wir probieren es mal mit 1000. Normalerweise müssten es 13.000 sein, ne? Wenn ich nicht irre. Für dieses Angebot solltet ihr euch schämen. Ja, das tue ich. Was genau bietet ihr mir? Ja, und was wollt ihr dafür haben? Ich setze noch mal eine Null hinten dran. Ist das in Ordnung? Sehr schön. Das ist also abgemacht. Komisch, also so unverschämt, dass er mir gleich ein paar Wochen auf die Nase haut, ist es dann doch nicht. Was genau bietet ihr mir und was wollt ihr dafür haben? So, merke, die Zeichen haben nichts damit zu tun. Jetzt haben wir da oben 122.000, dann probiere ich das jetzt einfach mit 12. Das sollte dann hinhauen. Sehr schön. Wunderbar. Das ist also abgemacht. Das finde ich schön. Von Werken und Wegen. Viele Käufer sind dir gutes Gold in deinen Taschen. Finde das rechte Maß und deinem Volke wird es an nichts mehr fehlen. Doch werde überdies nicht müd. Erbaue weitere Handwerkshäuser und vergiss auch deine Händler nicht. Sind ihre Karren groß, so wächst gleichwohl das Maß der Kostbarkeiten, die sie tragen können. Ja, das ist schon richtig. Es hat aber leider auch das Problem, dass er momentan, das kann ich nämlich noch gar nicht auswählen, dass er momentan auch Sachen einkauft, die ich halt brauche. Was will ich denn? Ich wollte vom Händler und wollte eine... Ach nee, ich wollte erstmal hier den Bautrupp. Wollte einmal von dort nach dort machen. Das fände ich nämlich jetzt auch nicht sieht so gut aus. Unbedingt schlecht. Und wo ist denn jetzt mein Händler? Wieso ist der hier? Weil ich die Route noch nicht aktiviert habe. Das ist nämlich auch so ein Ding. Ihr müsst die Route aktivieren. So, jetzt erweitern wir das Ganze aber. Und da ich nicht weiß, wie man das erweitern kann, ohne es zu löschen, lösche ich einfach und mache eine neue Route. So, und dann gehen wir einfach mal so rum. Dann können wir hier noch ein bisschen was einkaufen, was die brauchen. Und was die brauchen. Und hierhin. Und hierhin. Und hierhin. So, dann kriegt er jetzt aber auch direkt die anderen Karren noch dran. Und dann hat er auch erstmal für 800 Platz. Das ist gut, dann aktivieren wir die Route. Die Reise beginnt. Und hoffen einfach mal, dass er gut Kohle macht und ich jetzt keinen Blödsinn gemacht habe. Ansonsten mache ich Verluste. Und das ist nicht sehr schön. So, viel Geld haben wir auch nicht mehr, wie ihr seht. Jetzt hat er erstmal eine Menge Material mitgenommen, was halt diese Städte brauchen können. Wenn ich das richtig sehe, nimmt er all das Material mit für alle Städte. Das kann ich auch noch nicht ändern. Das kann ich erst dann ändern, wenn ich entsprechende Freischaltungen habe. So, jetzt sehe ich aber, wir haben schon wieder 19 Minuten rum. Und deswegen machen wir an dieser Stelle auch Feierabend. Eine Sache nochmal kurz zum Händler.
Hier seht ihr, ob ihr neue Karren braucht. Das hat er drin und das daneben kann er maximal transportieren. Gibt auch ein kleines Ausrufezeichen, Entschuldigung. Kleines Ausrufezeichen, aber das steht da schon, wenn er die Hälfte des Limits erreicht hat. Also das könnt ihr ignorieren. Was wichtig ist, ist tatsächlich... kann ich den umbenennen? Das wusste ich auch noch nicht. Kann ich auch die Stadt umbenennen? Keine Ahnung. Auf jeden Fall. Also 800 hat er aktuell drin. 800 kann er maximal transportieren. Und deswegen sind wir ausgelastet. Ich könnte also noch deutlich mehr Dingens brauchen. Wie viele Karren hatten der jetzt? Der hat jetzt 8. Dann machen wir nochmal 2 Karren dazu. War hier, ne? Jo, das ist sehr gut. Produzieren wir direkt nochmal 2. Und gut ist. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, meine Lieben. Also, bis dahin. Bye-bye.